Hallöchen und willkommen zurück bei The Sims 4, immer noch der Bausimulator. Wir ändern jetzt nochmal die Küche. Und zwar in dieses hier. Oder vielleicht auch in eine andere Farbe. Grau? Ich finde das grün. Das Braun hier eigentlich ganz schön. So, hier hin, das auch so lang. Na, Ecke. So. Es tut mir leid, dass ich jetzt die ganze Zeit hier an der Küche rumfummel. Aber es soll ja auch gut aussehen, ne? So ein bisschen zumindest. So, das machen wir grün. Stellen wir eben hier hin. Da wieder rein. Ich lasse den eben stehen, damit ich weiß. Oh, das wäre dann rund. So eine kleine runde Küche irgendwie. Ups. Kann ich das auch? Ist das auch rund? Spielt das eine Rolle? Ne, da stehen absolut die gleichen Sachen drin auch. Ne? Dann nehmen wir wieder das. Jetzt meckert Jamie wieder. Will wieder hier zu mir ins Zimmer. Oder halt, ich könnte auch die Ecken nehmen. Ne? Aber ich weiß nicht, vielleicht sieht das gerade in rund dann auch mal. Bin ich wieder total... Hm, was machst du? Rund oder eckig? Machen wir mal den hier. Ich glaube, ich hätte es doch lieber gerne in eckig. So. Dann Hängestränke. Hatten wir auch hier. Irgendwie ist es dunkler. So. 1, 2, 3. Eigentlich fand ich die andere Küche schon schön. Warum ändere ich das jetzt nochmal? Das war, weil es so dunkel war, glaube ich, ne? Das war mir zu dunkel. Aber hier sehen die Schränke alle so gleich aus. Ah. Okay, komm. Papam, papam. Wirklich dunkel. Vielleicht können wir das einfach in eine andere Farbe nehmen, dass es nicht ganz so dunkel aussieht. Das geht ja auch schon, ne? Dann machen wir das einfach so in der Farbe und dann vielleicht noch andere Lampen hin. Huch, das... Okay, wurde doch übernommen. Der Farbe... Lass mal das doch in weiß. Eher in den Grauton, passt ein bisschen besser dazu. Gucken wir mal, ob wir uns einen neuen Kühlschrank leisten können. So.
Hier müssen wir uns noch was einfallen lassen. Vielleicht auch ein Dreiertisch? Dann muss hier hingehen. Also weiß auf weiß ist nur. Ich mach das jetzt mal weg. Den lege ich mal hier rein. So rum. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mit diesem Raum hier mache. Das sehen wir dann noch früh genug. So, Esszimmer. Wir hatten doch auch so schöne neue Tische von... Welchem Pack war denn das? Hier. Gut, einen runden Tisch möchte ich nicht unbedingt benutzen. Nee, der war das. Der war das. Der war das. So. Passt nicht wirklich dazu, ne? Der wäre wirklich sehr... Vielleicht so? Nee. Okay, es muss also doch ein Zweiertisch sein. Bestenfalls. Ja, der wäre ja tausendmal zu wuchtig hier drin. Können wir den denn färben? Rotbraun ist jetzt nicht unbedingt... Beste Wahl. Immer das gleiche mit den blöden Tischen. Passt aber auch gar nicht dazu. Der hier ist wieder zu groß und leider auch. Der würde so vom Stil her eigentlich ganz gut passen. Zweiertisch. Ich brauche einen Zweiertisch, Leute. Zweiertisch. Einer, der nicht so dunkelbraun ist, sondern so, so mitteldunkelbraun. Zu rot, zu hell. Weiß nicht, da entschließt man sich, den Esstisch hier reinzustellen und dann wäre das doch zu viel. Ich meine, ich will den jetzt auch nicht so nah vor die Haustür stellen. Der ist zu dunkel. Zu rot, braun. Meine Güte, das nervt mich jetzt. Ich will jetzt auch nicht, wer weiß wie lange hier dranhängen und überlegen, was für einen doofen Tisch ich nehme. Hatte ich den schon? Ich glaube, ich hatte den schon. Schon entschieden, dass der nicht passt. Das ist alles nicht so ganz das, was ich haben will. Das ist alles zu hell. Menno. Vielleicht hier? Ist auch zu dunkel. Ja Leute, der passt fast am besten. Der hier ist auch zu dunkel. Oder soll ich dann einfach einen weißen Tisch nehmen? Und dann die Stühle vielleicht in den braunen? Die hier beispielsweise, die passen. Jetzt müsste man noch passen. Das ist ein Tisch dazu. Gibt's doch. Ja, ist denn das der Möglichkeit? Der hier? Ich meine, das ist ja schon wieder so dieses Typische, ne? Wir haben Stühle, die zur Küche passen, aber tatsächlich keinen Tisch, der dazu passt.
Ich meine, selbst wenn ich den nehme, ist der zu dunkel. Das Grau ginge. Also... Das Grau passt theoretisch zur Küche. Dann nehmen wir jetzt einfach den grauen Tisch. Und dann haben wir hier Säulen. War hier dran. Nee, nicht so nah. Schon ein bisschen Abstand. Nee. Nee, nee, nee. Immer das Gleiche. Was könnten wir denn... Nee, ich will eigentlich... So eine Obstschale. Was könnten wir hier noch hinstellen? Schale. Ja, irgendwie so. Jetzt hänge ich schon wieder 11 Minuten an dieser blöden Küche. Das passt nicht. Die Farbe passt halt. Eigentlich ja cool mit dem Weiß-Türkis. Stehe ich ja total drauf. Das Helle und das Dunkle. Vielleicht so. Das hier war das. Hä? Das gibt's hier gar nicht. Das gibt es hier gar nicht. Es gibt nur das Helle. Und das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Oder sehe ich das falsch? Hm. Könnte das auch so machen. Aber dann passt das. Okay, ich ändere das jetzt nochmal. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Aber ich möchte das irgendwie alles so ein bisschen zusammenfassend haben. Wenn möglich. Wenn möglich, sollte alles so ein bisschen zusammenpassen. Also, wenn euch das jetzt echt stört, dass ich hier so lange an der Küche rumfummel, dann einfach morgen. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt mit irgendjemandem spreche. Es guckt hier sowieso keiner. Was mich aber auch minimal nur stört. Also, nicht sehr. Ein anderer Boden wäre noch nett. Hoppala, was mache ich da? Vielleicht nicht unbedingt weiß. Ich würde gerne hier sowas nehmen. Gut, der Boden hat hier jetzt nicht so gut gepasst. Dunkel sieht eigentlich gut. Aber er passt nicht wirklich dazu. Das ist mein Problem. Gleich jedoch hier so. Nee, ne? Den hellen haben wir schon. Nein, hierhin, genau. Esszimmer, Lampen. Irgendwie gibt es auch nicht so ein Mittelhängeding, ne? Ja,
Ja, das zu färben lohnt sich auch nicht wirklich. Ich hätte, wenn dann auch gerne grüne Sachen hier drin. Das ist auch nicht unbedingt meine Lieblingslampe. Wäre ja schon hübsch, ne? Aber ich glaube, das ist auch eher was für draußen. Hier kommt die Lampe drüber, die da daneben. Zumal die auch gar nicht verschwindet. Andere Lampen, wenn ich die aufhänge. Oder vielleicht gerade nicht, weil ich nicht... Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Die würden hier zu tief hängen, leider. Vielleicht schon hier in so einer Ecke hängen. Doch, geht doch. Bisschen überbeleuchtet fast, ne? Okay. Die Wandfarbe will ich auch noch ändern. Grundsätzlich ändern. Weil das irgendwie doch nicht so toll passt. Vielleicht gibt das ja tatsächlich... Oder weiß ich nicht, ob das so... Gelb ist vielleicht zu viel. Vielleicht grün. Könnte ganz nett aussehen. Ich hätte hier noch gern irgendwie was anderes. Innenstock habe ich. Machen wir alle. Und dann mal hier. Da werden wir vermutlich irgendwas finden. Das sieht ja süß aus. Also für Kinderzimmer. Hier jetzt für die Küche eher. Ich hab nicht mal was für Kinderzimmer. Das könnte sogar passen. Bin ja total überrascht. Eigentlich bräuchten wir jetzt noch einen Teppich mit so einem Muster. Teppich. Ja. Nee. Da machen wir dann schon. So. Nur in Gelb. Ist nicht so wirklich dazu. Hab ich das Gefühl. Der ist schon bunt. Der würde vielleicht ganz gut dazu passen. Wie das kommt. Nee, passt. Ups, nee, so. Hier so ein bisschen ganz so knalligen Farben.
Passt aber auch nicht. Wir haben jetzt die Küche sehr gelb. Und so ein bisschen grün drin. Ja, mal davon abgesehen, dass das zu groß ist. Die Taste wäre das, ne? Ja. Ganz größer kann er schon sein. So. Ist zu rot. Meine Güte. Der ginge, aber ist jetzt nicht meine erste Wahl. Ich denke auch nur den. Ja, ich glaube, wir nehmen den. Stellen wir uns noch schnell Blümchen auf den Tisch. Ja, vielleicht nicht unbedingt mit der Kanne. Hier so. Gleich, ne? Das ginge doch. Oberflächen. Ich will noch hier eben einen Schmucktisch hinstellen. Nicht den. Ah, das ist doof. Das, ne, das würde man dann von außen so sehen. Ich mag das nicht. Und dann da so Sachen vors Fenster stellt. Aber niedrigere Sachen haben wir auch. Weil die alle gleich hoch sind. Alles gleich. Gibt es das auch? Ja. Im relativ hellen Holz. Oh. Das könnte da aber dann schon wieder zu eng werden, ne? Das ist nicht unbedingt so eine gute Idee. Hier noch ein Bild oder Lampen, Pflanzen. Entschuldigung. Es tut mir echt leid. Vor allem, ich überziehe schon wieder. Und hab die ganze Folge nur in der Küche rumgefummelt. Aber irgendwie ist das so, wenn man dann was machen will. Ja, das passt alles nicht dazu. Wo ist denn der Kranz? Hier könnte man das schön machen. So. Der Kranz zwischen ganz anderen Sachen. Eco-Blümchen haben wir hier. Damit das so aussieht, als wären das Kräuter. Mache ich das gerade so. So, dann haben wir da so Kräuter. Ich suche immer noch ein Bild. Hier könnte der Kranz sein. Und da ist er. Machen wir den gelb. Er passt so gar nicht dahin. Mist. Schade. Schade, was könnten wir denn? Vielleicht sowas. Sowas könnte da eigentlich echt gut hinpassen. Wäre ehrlich. Ich weiß nicht, ob es die Sonne sein soll, nee. Echt so? Sieht auch nicht schlecht aus. Irgendwie stört mich die Lampe dann doch noch so ein bisschen. Und es tut mir leid.
Ich beende die Folge dann gleich, wenn wir hier fertig sind. Das ist schon den Ding Geld, aber es ist so sehr ausladend. Nicht überzeugt. Die hier könnten was. So, ne? Ich bin aber immer noch nicht überzeugt. Was ist das denn? Unterschiedlich große Kerzen in allen möglichen Formen und Farben. Die eigentlich da auch hingelangt. So ein Kronleuchter wäre so toll. Aber die meisten davon sind einfach so altbacken. Ich mag altbacken, sagt so. Wie sieht's denn aus? Huch. Nicht Enter drücken. Ich nehme jetzt einfach genau das, weil ich den echt schön finde mit dem Grün da. So noch so ein bisschen, ja, Pflänzchen haben. Pflänzchen. Müssen wir noch irgendwas hinhängen? Irgendwas. Irgendwas müssen wir da. Oh, der ist auch mit Beleuchtung. Wo genau ist da der Unterschied? Der ist mit Grünzeug und der nicht, ne? Nicht. Nee. Das lassen wir erstmal frei. Okay. Passt halt auch nicht dazu. Nein. Nee. Zu klein. Steht mir zu weit raus. Das würde ich gerne hier irgendwie unterbringen. Tatsächlich. Aber wir haben da kein Holz, das dazu passt. Schauen wir noch mal. Es ginge so halbwegs. Vielleicht. Oh Gott, ich überziehe hart. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich muss mich jetzt wirklich beeilen, dass ich hier fertig werde. Ist nicht wirklich gelb-grün, oder? Einhörner hängen wir uns hinchen. Das könnte eigentlich passen. Nur kriegen wir das hier nicht hin. Diese neuen Gardinen, wo sind die? Da.
weiß nicht, ich finde die nicht so toll. Wenn ich ehrlich bin. Ich platziere die jetzt. Nur vielleicht auf einer besseren Höhe. So. Hier auch noch. Bring dann halt noch mal ein bisschen Farbe rein, meine Güte. Aber sieht doch soweit ganz gut aus. Soweit. Ich würde gerne noch eine Verwirrung bei mir. Oh, die können wir da leider nicht draufstellen. Die würden da echt gut. Können die da draufstellen? Ich kann sie da draufstellen. So. Vielleicht ein bisschen wuchtig, aber das ist okay. Ach, wir hören jetzt auf. Ist jetzt ist Ende Gelände. Wir müssen jetzt wirklich aufhören. Wir haben 31 Minuten. Okay. Ich würde dann sagen, in der nächsten Folge bauen wir nicht mehr rum. Erstmal. Wir haben auch kein Geld mehr. Aber wir haben jetzt die Küche. Und ich bin relativ zufrieden damit. Es ist mal ein bisschen anders, als ich es sonst habe. So. Aber mir gefällt die Ecke ganz gut, tatsächlich. Also, passt schon so. Gut. Dann bis morgen. Tudelu.